Einmal Buch verklären, bitte. Danke. So. Dann laden wir jetzt noch den Schnellzug. Auch wenn da einer schon vor uns fährt, aber das ist nicht unser Zug. Oh. Mal Gamescom wieder einschalten. So, wir sind jetzt auf der veränderten Sylt-Strecke. Vorher war die Strecke doch ein bisschen nackter gewesen. Seit dem letzten Update wurde an der Landschaft viel gemacht. Also merkt man hier schon ein bisschen, dass Natur, also die Fauna doch ein bisschen üppiger geworden ist, was Bäume und so angeht. Das sieht man auf anderen Teilen doch noch ein bisschen mehr. Kann nur dazu jetzt nur leider kein Vergleichsvideo anbieten, weil ich die Strecke auf YouTube, glaube ich, noch nicht hochgeladen habe. Beziehungsweise noch gar nicht aufgenommen habe. Aber ansonsten ist es eigentlich sehr schön geworden, gerade um Husum herum. Hat ja doch schon ein bisschen was getan. Aber es ist hier das wunderschöne Nadelöhr, was dazu führt, dass die Züge nach Westerland doch ein bisschen viel Verspätung bekommen oder gar ganz ausfallen oder nur einen Teil der Strecke befahren, weil es ja nur eingleisig ist. Traurigerweise. Aber es soll ja jetzt auf Zweigleisigkeit umgebaut werden. Da bin ich ja mal gespannt. Ja, natürlich. Wenn man das Einfahrsignal auf Rot läuft, läuft ja schon mal ganz gut. Aber gleich mal Verspätung ein. Bis Husum. Nee, ist doch nicht. Soll nicht grün geworden. Sei wir bekommen gleich Ersatz Fahrauftrag. Meine Güte. Was bei dem Signal eigentlich ungewöhnlich ist. Oh, sieht gut danach aus. Jupp. Okay, bis wohin? Friedrichstadt, Alpha-Signal. Muss ich bis 40 fahren? Ist nicht angeholt. Kreuz. Okay. Dann dürfen wir weiter. Bis zum nächsten Signal erstmal nur 40. Aber da wir eh einen Halt hier zwischendrin haben, passt das ja.
Schalt mir schon mal ab. Da wir hier eine doppelte Länge haben, muss ich ein bisschen weiter vorne halten. Aber sieht gut aus, dass wir gleich weiterfahren können. Mit vollem Tempo. Oh, Ast. Jo. Machen wir mal einen Ausblick nach draußen. Vorne bitte. Das ist unser schönes Gefährt. Wir denken auch nochmal das gleiche Modell. Aber dann dürfen wir gleich hoffentlich weiter. 1,3 Minuten haben wir schon Verspätung. Aber die werden wir sicherlich aufholen. Was war das denn? Egal. Sag, dass nicht öfters passiert. So, ich weiß nicht, was wir noch so lange halten, bis wir an das Signal vorbei sind. Den kompletten Zug. Ehre dürfen wir dann noch nicht auf die 120 hoch. Das könnte ein bisschen dauern. Ja, ich denke mal, bis zur nächsten Kilometrierungstafel könnten wir dann auch schon wieder voll aufschalten. Eben mal schnell die Siefer drücken. Oh, es gibt Glück. In Form einer Zwanse. Hier ganz schön viel Grün dazu kommen. Schade, dass da eine Backlichte behoben wurde. Der aber später. Ja, genau, endlich Bäume. Und Straßen sind auch. Bisschen dazu gekommen. In Husum, weiter raus, wo wir vorher noch nicht gefahren sind, sind auch neue Gebäude hinzugekommen. Aber allgemein sind hier ist wirklich viel mehr Gebäude, vor allem
viel mehr Bäume, Felder und so weiter hinzukommen. Was wirklich hier sehr schön ist. Ich weiß jetzt nicht, wie es auf der Nebenstrecke aussieht. Die bin ich noch nicht abgefahren. Da hätte ich ja dann einen Vergleich gehabt, aber ich wollte mal die komplette Strecke bis Sylt durchjuckeln. So, das nächste Signal soll uns nicht spüren, denn das schaltet auf grün. Eh gleich. Das ist immer so ein Signal, was einen so irritiert. Es taucht orange vor einem auf und schaltet dann irgendwann auf grün um. Anstelle, dass es gleich auf grün ist. Weil Zug begegnet uns jetzt sowieso erstmal nicht bis Husum. So, von links kommt dann jetzt die Strecke rein, die wir beim letzten Mal Ubezusi gespielt haben. Rein. Da sind wir hier im Gegengleis gefahren. Da sieht man auch schon, ein paar Gebäude sind... Ja, ist ja gut. Da waren schon ein paar neue Gebäude bei. Und hier ist auch ein bisschen mehr grün vorhanden. Das sah ja vorher hier auch anders aus. Vor allem war da rechts kein Zaun. Oder hier dieser kleine Bauernhof. Hier sind viele neue Sachen hinzugekommen. So, dann können wir komplett abschalten, weil wir eh gleich auf 60 runter müssen. Da kann der Zug noch ein bisschen ausrollen. Okay, wir haben 5 Part 3. Ausfahrt dürfte aber noch rot sein. Wollen wir mal den Zug noch ein bisschen zusätzlich elektronische Bremse noch ein bisschen unterstützen. Oder hier sind auch sehr viele neue Gebäude hinzugekommen, die vorher nicht da waren. Macht der Flair noch mal einiges schöner. Sehr viel schöner. Oder hier diese Reihenhäuser hier, die standen auch vorher, glaube ich, auch noch nicht da. Ach, da kommt der Gegenzug auch schon rein. Oder steht schon zumindest.
Eieieiei, stehen alle ohne Masken da. Und kein Abstand da. Mann, 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 Mann. Zwei Minuten habe ich ja gewonnen. Mal sehen, ob wir dann auch nur diese 1,5 Minuten hier noch stehen. Normalerweise müsste dann gleich das Signal umfallen. Aber es ist nebelig, muss ich sagen. Uiuiui. Beispiel den bestimmten Blick. Ah. Ja, wenn das Signal schon mal da. Hat mir auch gleich die Kelle gezeigt bekommen. Wenn der klettern möchte. Anscheinend gerade nicht. Boah, dann warten wir noch ein bisschen. Der Zug ist aber euch. Ach, doch. Hat er doch Lust gehabt. Weil theoretisch müsste der andere jetzt auch eigentlich rausfahren. Ja, der bewegt sich auch. Lustigerweise. Rein schon, oder Zugbegleiter wurde anscheinend nicht freigeben. Auch hier sehr viele Häuser hinzugekommen. An der Ecke hier. Schade, dass hier keine kleine Boote anliegen. Das fehlt noch ein bisschen. Aber wenn Autos stehen hier schon mal. Ah, eine Schiff. Rettungsschiff in hier. Ja, das ist Rettungsschiff. Mal volle Dröhnung hier. Hallo Franco. Ja, genau richtig. Jetzt 218. Wir fahren von 2004 an jetzt hier gerade in Richtung Westerland. Da es hier ein Update gab mit Bebauung und Bepflanzung und so,
habe mir gedacht, wir fahren doch mal nach Westerland. Aber wieso ist der Fahrplan jetzt? Ach, ich verstehe warum. Die Zähler habe ich noch nicht. Ah, okay. Dann können wir jetzt mal die 100 anstreben. Beziehungsweise die 115. Vor allem hier. Alles neu hier an der linken Seite. Das ist schon ein wahres Träumchen. Was hast du denn so heute alles getrieben, Franco? So, wenn wir die 150 gleich total überschreiten. Ja, mal ein bisschen zurücknehmen. Ja, ich habe doch im Stream gerade auch noch Assetto Corsa ein bisschen zwei Rennen gefahren. Das letzte Rennen war naja. Wieder von ihm leben, ich rede. Jo, natürlich. Das wollte ich doch unbedingt noch vor Susi noch reinhauen. Das stimmt jetzt auch wieder nicht, ja? Kann ich dafür, wenn das Honda-Mobil mir nicht so liegt wie der Porsche? Oh, hier sind auch jede Menge Häuser zu kommen, hier an der Ecke. Ich kenne die Strecke eigentlich sehr gut. Aber mit dem Auto definitiv, das ist mir noch ein bisschen zu zickig. Auf der Hinterachse. Und dabei ist der Porsche eigentlich schon zickig. Genau. Sorry, ich bin aus damaligen Zeiten halt im Porsche halt gewohnt. Ich bin damals auch nur Porsche gefahren, weil mir das, also das einzige Auto ist, was mir wirklich liegt. Aus dem GT-Universum. Der McLaren geht zwar auch noch, aber dann doch lieber Porsche. Ja, definitiv. Also schon zu R-Faktor-Zeiten bin ich ja ausschließlich, wenn ich Online-Rennen gefahren bin, nur Porsche gefahren. Weil die Fahrzeuge mir echt so vom Fahrstil her mir sehr entgegenkommen.
vor allem halt auch einen Nürburgring. In dem müsste ich mir auch nochmal ein ACC installieren. Da sagst du was, Falco. Da sagst du was. So, dann fahren wir mal zum ersten Mal die 140 an. Oh, einige haben ja ACC, ne? Aus der Liga. Ja, er hatte mich auch schon angeschrieben und mir auch schon gesagt, wenn ich mal mitfahren möchte, soll ich Bescheid sagen. Weil ich wollte mich jetzt erstmal in ACC einfinden. Weil ich ja schon eigentlich schon sehr lange kein GT-Fahrzeug mehr angerührt habe. Alles, was mir ja jetzt halt nur noch fehlt, ist das 2020 Pack. Wo dann Imola mit drin ist. Das fehlt mir noch als DLC. Und dann wäre auch wirklich ein Ferrari mal fahren können. Oh, ich hasse diesen Bug. So, ich muss mal wieder hier runter vom Gas. Der nächste Halt steht an. Hier hat sich auch so ein bisschen was getan. Ein paar Bäumchen hier, ein paar Häuser da. Vor allem viel mehr Häuser hier. Uiuiui. Ah. Wollte mich dann hier wieder nicht rauslassen aus der Haltestelle hier. Ah, Wunderbärchen. Aufpassen, dass ich richtig halte, weil wir hier in der Doppeltraktion unterwegs sind. Beziehungsweise eine doppelte Zuglänge. Ah, sollte hinkommen. Moment! Ich kann euch hier einfach ins Ziel reinschauen, wenn ich hier gerade noch im Haltevorgang bin. Ah, jetzt wirst du grün, du blödes Signal. Danke auch. Würde er sagen, danke Merkel, aber. Ach, Schatzi. Das ist aber jetzt nicht machen muss. Bist doof.
Mal dieses Überleben hier. Abfahrt. Und leider haben wir mit 25 hier rumgeguckt bis zum Signal, der Wunderbärchen. Da hat mir der Fahrdienstleiter hier ein wunderschönes Ei ins Nest gelegt. Ja, dann werde ich hier nach dann nochmal Assetto Corsa nochmal starten und die Ferrari auspacken. Welche Strecke hättest du denn gerne? Nochmal die gleiche Strecke oder wie? Okay. Oh, das habe ich einfach dazu hochkämpfen. Das dauert ein bisschen. Bis der Zug mal wieder hier so ein bisschen in Fahrt kommt. Bei so einer Länge und 1800 PS starke Diesellok könnte es noch ein bisschen dauern. Nö, nö. Kann das auch hier im Anschluss nochmal machen. Das ist kein Ding. Hallo Betze. Tut mir leid, geht nicht schneller. Die 1800 PS haben ein bisschen zu arbeiten. Aber nur ein bisschen. Wie geht's dir, Becky? Wie geht's dir, Betze? Ich sollte dich lesen und gleichzeitig antworten. Das funktioniert nicht. Ach ja, ich habe hier noch 135 vor. Nicht 140 vor aus Nudeln. Einmal nach Westerland. Wo bist du ja so oft war. Na, das hört sich doch gut an. So, jetzt kommen wir eigentlich auf Tempo. Bis wir das nächste Mal halten, das dauert auch ein bisschen. Aber immerhin holt keine Frame Drops. So streamt man doch gerne. Dann lassen wir noch mal ein bisschen rollen. Da sind wir alle völlig von der Rolle. Okay, lassen wir es mal.
Oder wir werden ganz rollig. Okay, lassen wir das mal. Das ist Frankos Aufgabe. Oder Beckys Aufgabe, man weiß es nicht. Hallo, Ali. Nein, Witze zu machen. Wie geht es dir, Wally? Und danke für dein Follow, Wally. Dann rollen wir mal nach Richtung Sylt. Wenn wir es das nächste Mal halten. Okay, mach das. Hätte auch im Chat schreiben können. Die Nibel. Okay. Ist noch ein bisschen hin. Wenn ihr gerade dann. Oder wenn ihr gleich Beckys Stimme hört, sie ist gerade ganz vorne, ist gerade. Aber im Herzen ist sie immer noch hier. Oh, ich hasse diesen blöden Bug. Wenn dann Chat-Nachricht reinploppt, dass dann. Oder irgendwas anderes reinploppt, dass das dann so verkrisselt hier ist. Aber gut, dafür kann das Spiel nichts, das ist eher eine Sache von OBS. Dreht man sich mal ein bisschen weg und dann funktioniert es dann auch schon wieder. So, dann müssen wir auch gleich wieder ein bisschen rollen lassen, denn wir müssen gleich auf 120 runter. Ah, da kommt schon die Ankündigung. Na, liebe Bremse, kommt mal. Warum? Muss da ein bisschen runter mit dem Tempo. So, jetzt passt das. Wollen ja nicht, dass Susi was zu meckern hat. In der Auswertung. So, dann dürfte dann auch bald Lindholm an uns vorbei sausen. Einfahrsignal ist grün. Lindholm ist aber heutzutage kein Halt mehr, leider. Aber es soll ja, es gibt Pläne, besser gesagt, dass er bald hier wieder eine Station hinkommen soll. Dies kann aber erst passieren, wenn die Strecke komplett zweigleisig ist. Wenn die Strecke nach Nibul erstmal wieder nur eingleisig ist, ist es ein bisschen problematisch. Oh.
Diese Witze habe ich schon. Auf die habe ich schon gewartet. Darauf habe ich auch nur gewartet, dass das um die Ecke kommt. Ach, wir liegen immerhin lieber im Zeitplan. Ja, ich habe damit angefangen. Muss man nicht gleich Knoten aus der Zunge nehmen, bitte. Da muss man nicht mal gleich weiter stricken, ne? nee, alles gut. Ja, ist ja gut, Siefer. Ich weiß, dass du gedrückt werden möchtest. So, dann lassen wir mal wieder ausholen. Einmal rollern, bitte. Meine elektronische Bremse wieder reinhauen. Weil das nächste Signal ist nicht so nett. Beziehungsweise das, die Abstände zwischen Vor- und Hauptsignal ist doch sehr eng. Ja, ich habe eng gesagt. Oh, muss mal ein bisschen nachbremsen. Oder schieße mir über das Ziel hinaus und dann bekomme ich eine Zwangse. Und das wollen wir nicht. Die wollen wir nicht sehen. Nee, nee. Aber ich bin mir schon sicher, dass wir gleich eine Zwangse irgendwo bekommen werden. Ah, da kommt. Wow. So, hier haben wir die Autoverladestelle. Denn man kommt mit dem Auto ja nur mit dem Zug nach Westerland. Und jetzt auch schon der IC schon da. Da ist die Strecke dann für uns frei. Ich würde ja jetzt diese Frau da gerne rufen, aber ich glaube, das sollte man lieber nicht tun. Die Hupe ist auch ein bisschen laut. Beziehungsweise das Makro. Das Makro. Ja. Dann warten wir mal auf die Weiterfahrt. Wir haben nicht so lange aufgehalten. Okay. Wenn längeren Aufenthalt dann gut. Gut.
Blöderweise sehe ich das Signal nicht mehr. Ah, ich glaube, es reicht, wenn ich das... wenn ich den kleinen Zwergi da sehe. Wenn der ausgeht, dann sollte auch der Flügel da oben hoch sein. Ah, ein bisschen sieht man den Flügel noch. Den unteren zumindest. Aber schon nicht hochschauen. Keine Genicksperre. Da warten wir eigentlich dann nur noch auf den Zugbegleiter, dass er mal mich wieder freigibt. Dum, dum, dum. Oh. Ich hab mich wohl gehört. Aber immerhin dürfen wir dann mit 40 raus. Was haben wir denn da? Was ist denn da passiert? Hat da wer Rambo gespielt? Sisse. Ja, jetzt müssen wir wieder Ewigkeiten warten, bis wir wieder auf 60 dürfen, weil der komplette Zug noch nicht über Signal drüber ist. Beziehungsweise noch nicht über den weichen Bereich. Und nach Zusicht schmeißen wir dann nochmal Assetto Corsa an. Geben sollte ja jetzt das eigentlich drin haben. Muss dann nur gleich mal eine kleine Pause dann machen, wenn wir in Sylt angekommen sind. Damit das DLC mal noch runterladen kann. Was? Ich weiß aber auch nicht, wer mir das DLC geschenkt hat. Voll, dann geht's ja mal endlich wieder auf Imula. Weil ich das richtig so sehr liebe. So, dann wollen wir mal schauen, ob wir gleich beiseite genommen werden oder ob wir durchfahren dürfen. Kommt drauf an, ob der Autozug schon da ist. Nuggets, guten Abend. Nee.
Also, ich habe noch kein Zusi-Update bekommen. Also, das Hamburg-Harburg-Modul kann ich leider noch nicht testen. Ich bin gerade auf dem Wege nach Westerland. Da es ja hier anscheinend auch ein Update gab, was die Vegetation angeht, fahre ich das jetzt gerade mal. Genau das. Anscheinend dürfen wir doch anhalten. Oder wir dürfen einfach nur wieder kurzes Gestängel fahren und dann wieder Tempo. Muss ich runter? 60. Warte ja schon sehnsüchtig auf das Update. Dass ich endlich Hamburg-Harburg fahren kann. Ja, das stimmt. Ich würde auch gerne die Hamsterbacke mal erfahren. Ich habe mir jetzt zwar schon mal einen Fahrplan mit der Hamsterbacke mehr angefertigt, aber Zusi meint, nö, ich lasse den Fahrplan verschwinden. Seitdem habe ich auch ein bisschen Probleme bei einigen Fahrplänen. Hallöchen. Guten Abend. Wie geht's? Wie steht's? Wie ich mir schon denken konnte, wir dürfen einfach weiter durchfahren. Das ist einfach nur da abgebogen, um die Weiche mal wieder zu testen und reinzumachen. Warten wir jetzt noch mal ein bisschen ab, bis der hintere Zugteil. Okay, der ist durch. Ja, ganz gut. Alles tutti frutti. Aber schön, dass du vorbeischaust. So, nächste Halt ist dann Glanzbühl. Nach der langen Nacht habe ich zumindest gut ruhen können, zumindest danach. Nach dem Spontan-Stream. Das war hier, sie ist ein eher reguläres Stream. Die ich schon länger geplant habe. Hopp. Jetzt schnell. Oh, die Masten sind, glaube ich, auch neu hier. Wenn wir dann Morsum erreicht haben, dann sind wir ja schon auf Sylt. Quasi.
heute mal ein nebeliger Ausflug aufhielt. So, dann dürfen wir nicht auch bald das Eifersignal kommen. Ja, genau, einfach ein bisschen Zug fahren. Aber hiernach gibt es dann nochmal Assetto Corsa. Weil mir eine gewisse Dame mir ein DLC geschenkt hat. Was mir noch gefehlt hat. Und es ist eigentlich mehr eine Simulation, kein Game. Weil dieses, die Simulation auch mehr, auch bei der Ausbildung von der DB benutzt wird. Nur dass dies hier die Hobby-Version ist und nicht die professionelle Version. So, da wollen wir mal ein bisschen anbremsen. Also alles, was wir hier ist, Streckenverlauf ist real. Genauso was das Verhalten des Zuges angeht. So, da ich einen etwas längeren Zug habe, muss ich natürlich auch eine Fahrtabe später nehmen. Das sollte passen. Auch da kommt auch schon der Autozug bei mir entgegen. Der aus dem Nebel auftaucht. Ah ne, doch nicht der Autozug. Hä? Der sollte eigentlich schon da gewesen sein. Okay. Da wird er mir wahrscheinlich irgendwo auf dem Damm begegnen. Lösen wir schon mal die Bremse, damit wir gleich dann vom Fleck kommen. Sobald der Zug klettern meinte, wir können durchdüsen und dann müssen wir einmal noch im Borsum dann noch behalten. Ah, da dürfen wir auch schon raus. Leider zeigt sich, dass die Leute nicht von der guten Seite. Normalerweise hätte ich schönes Wetter. Schönes Wetter über den Hindenburgdamm, das wäre doch was Feines gewesen, aber na gut. Machen wir uns auf den Weg auf den letzten Kilometer. Die letzten 20, 30 Kilometer müssen das jetzt sein.
Ja, die Auffahrt zum Damm ist doch ein bisschen beschwerlich für 2208 Meter. Weil dürfen wir jetzt 140 auch vollkommen ausfahren. Jetzt kommen so langsam die letzten Ausläufer hier. Bevor die Nordsee links und rechts von uns erscheint. Aber es ist ja auch sehr schön geworden, der Damm. Also, links die Felder, die gab es vorher gar nicht. Die Schafe, die da vorher vorhin zu sehen waren, die waren auch noch nicht da gewesen. Also, es ist jetzt schon ein bisschen was getan. Seit dem letzten Update. Ich muss dann nur gleich schauen, wie ich dann die Auswertung gleich wieder hier reinkriege. Das wird wieder ein Fummelfest. Da hinten kommt die Nordsee. Und wir sind jetzt schon auf den Hindenburg Damm. Ach, ich liebe die Strecke einfach. Ich werde uns auch gleich der Autozug entgegenkommen. Einer an, da ist ein kleines Bötchen. Ein kleines Fischerbötchen, wahrscheinlich. Weil die Verspätung, die will auch irgendwie nicht gerade runtergehen. Die bleibt sehr hartnäckig. Leider sieht man hier so wenig. Nee, das hat damit nichts zu tun. Wir sind ja hier auf offenes Meer. Die Strecke beginnt ja schon in Hamburg, aber da soweit noch nicht die Strecke ausgebaut wurde im Simulator, fängt es ja irgendwo vor Husum an. Und wir kommen ja jetzt so langsam auf Westerland an. Ah, da kommt der Autozug ja schon.
Heißt, wir haben es nicht mehr weit. Wir sollten eigentlich schon so ein bisschen Strand sehen. Ah, da sehe ich schon ein bisschen. Ein bisschen grün. Von der Insel. Oder besser gesagt, Halbinsel. Das hat Becky auch schon gebracht. So, dann lassen wir den Zug jetzt mal ein bisschen rollen, weil wir bald eh hier auf 100 runter müssen. Und dann können wir noch ein bisschen Fahrzeit einsparen, welcher ich gleich bremsen muss. Und ciao, jetzt habe ich schon ein bisschen mehr zu sehen. Ein bisschen mehr ist nichts. Jo, ist ja gut, Siefer. Ich drück dich ja schon. Ich darf nur das Bremsen jetzt gleich nicht vergessen. Ach komm, ich fange jetzt schon mal an. Das Ausfahr sinkt alles eh rot. Muss ja eh anhalten. Boah, wow, danke Signal. Hätte mir diese scharfe Bremse auch ersparen können. Ja, komm, noch ein bisschen Halttafel, das wäre wundervoll. Ja, komm. Nope. Bisschen verfehlt. Aber nur ein bisschen. Aus einem Zug können die Fahrgäste definitiv dann nicht aufsteigen. Aber dann nur noch Kaitum als Halt und dann sind wir dann auch schon an der Endstation angekommen. Die Zugleiter muss uns das eigentlich nur noch freigeben. Genau, nur ein bisschen. Nur dezent. Passt schon. So, noch den prüfenden Blick. Und dann können wir auch schon volle Lotte wieder geben. So, der nächste Halt ist Kaitum.
Aufblick bei Fahrtrichtung rechts. Ich habe nicht vergessen, dass wir hier nur 100 fahren dürfen. Nicht so wie gerade 140. Gesundheit auf die andere Seite. Ich bin schon wieder nachgewiesen, ey. Das ist furchtbar. Zack, Gedanke. Oh, immer diese Nachnieser hier. Danke. Ach, Mensch. Was haben wir denn da? Einmal langsam fahren, bitte. Muss ich ein bisschen mehr bremsen. Oh, schaffe ich nicht bis 60. Die Ausfahrt ist nicht frei, schade. Aber es ist noch ein Gegenzug noch entgegen. Der wahrscheinlich schon da steht. Oder auf uns wartet. So, hier muss ich auch mit der Lok ein bisschen über den Bahnsteig hinaus. Sonst passt das wieder nicht. Ach, auch schon wieder eine Doppeleinheit. Das sollte halt definitiv ausreichen, bis dass alle Wagen auch am Bahnsteig stehen. Dann haben wir schon. Ja, der hat auch schon eine Ausfahrt bekommen. Wie auch. Heißt, wir warten wieder auf den netten Zugleiter, der uns wieder freilässt. Und dann kommt schon Westerland. Der Kopfbahnhof Westerland. Ich habe nur gleich die Auswertung irgendwie in OBS wieder reingefummelt bekommen. So muss das. Genau so.
So, da wir die 100 nicht mehr bis zum Alpha-Signal ausfahren können, werden wir, sagen wir mal, mit 80 weiter düdeln, wenn das hintere Zugende da eigentlich mal über die Weiche ist. Weil lohnt sich dann nicht mehr auf 100 durchzubeschleunigen, weil ich dann eh gleich wieder bremsen muss. Das nennt man vorausschauendes Fahren. Sollte für die Autofahrer auch gelten. Aber eh Planziele sind, passt das. So, meine Damen und Herren, in wenigen Minuten erreichen wir Westerland auf Sylt. Ich hoffe, die Fahrt war angenehm. Bitte vergessen Sie Gepäckstücke nicht und wir verabschieden uns. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag auf Westerland. Ihre DB. Okay, ganz so exotisch wollte ich das dann auch wieder nicht machen. Wir sind zwar schon unter 80, aber ich muss auf 50 runter. Oh Mann. Dann gleich auch noch auf 30. Nee, dümm muss nicht sein. Okay, ja, das hätte schon kommen müssen. Egal. So, da wollen wir mal auf 30 runterbremsen. Da kommt schon der fiese Magnet. Ja, da steht auch schon, ob der Autozug bereit zur Abfahrt. Der rechte wird in der Regel eigentlich jetzt gerade abgeladen. Mit Autos. Je nach dem Zug müsste dann auch noch ein IC dann einfach kommen. Aber den werden wir nicht mehr erleben. Schön gemütlich hier reinrollen lassen.
So, das sollte reichen. Also, da die Auswertung nicht von selbst kommen möchte, muss ich das mal ein bisschen beschleunigen. Oh, diesmal sieht man es ja doch nochmal. Ja, vergrößern kann ich es leider nicht. 80,9%? Wo habe ich denn das schon wieder liegen gelassen? Hä? Dreimal die Türfreigabe vergessen. Das kann aber nicht sein. Ich habe definitiv die Türfreigabe gedrückt. Ah, Susi und deine Erkennung. Es ist wunderbar. Gut. Sonst waren wir eigentlich. Im Soll, was die Geschwindigkeit angeht. Jo.